Ich habe letztens so ein Video von mir aufgenommen, wo ich Klavier spiele. Und ich kriege selten einfach Feedback von Leuten, ja, wie ich so bin. Einfach, dass ihr mir eure ehrliche Meinung sagt, wird das gehen? Ja. Wie lange dauert das wieder? 20 Minuten? Ne, 3 Minuten. Okay, das geht. Das geht. Ja. Ich dachte jetzt wirklich so 15 Minuten. Okay. Nee, alles gut. Hier kurze Side-Story. Das Klavier, da habe ich dem Betreiber von dem Laden geholfen, das mit reinzubringen ins Haus. Das Klavier, das war noch nicht ganz fertig. Und ich kenne mich zufällig so ein bisschen mit dem Bau von einem Klavier aus. Und ich habe da so ein bisschen geholfen, das zusammenzubauen und so. Und habe denen das dann einfach so geschenkt quasi. Es war einfach ein Geschenk von mir. Zusammengefertigt? Wie bitte? Ich hab wenig Ahnung. Nein, wirklich. Das muss da zusammengebaut werden, weil du würdest gar nicht die Treppen hochbekommen. Das geht gar nicht. Da braucht man sonst immer einen Helikopter mit so einem Lastending. Ich mach so Street-Comedy. Ach so. Also okay. So Leute auf der Straße, dass ich die so verarsche, ohne dass die es wissen. Kann ich euch einmal was zeigen? Ja. Und ihr sagt eure ehrliche Meinung ruhig, ja? Ja. Da hab ich halt einfach hey gerufen. Ja. Genau. Boah. Das ist ziemlich gut, oder? Ja, du bist ja der Und ich bin richtig gut, oder? Man muss dazu sagen... Die Person kenne ich. Ja? Ja, der ist bei uns auf der Schule, glaube ich. Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall, ich habe den verarscht. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der es so gut gemacht hat? In Deutschland nicht. Nee. Nein, auch also weltweit, meine ich. Weltweit. Aber ich merke selbst, wenn ich mir das angucke, wie gut ich bin. Aber jetzt lass uns mal weiter gucken, wie gut ich bin. Echt gut bin ich, oder? Wir können ja einmal sagen, wie gut ich bin. Ist schon krass. Das richtig krass. Neue Ideen auch. Ja. Ich meine, hier in Deutschland macht man. Es gibt gar nicht so viele YouTuber zu sagen, die sowas machen. Gar keinen, ganz ehrlich, gar keinen. Mich erstaunt das auch manchmal, wie gut ich bin. Könnt ihr einmal sagen, so, du bist wirklich der Beste, den wir je in unserem Leben gesehen haben, einfach nur so für mich? Kennt ihr das Lied zufällig? Also klar, die Melodie kenne ich, aber jetzt... Nein, ich kenne das tatsächlich nicht. Ja, ich kann dir das kurz erzählen. Das ist eigentlich von mir selbst komponiert. Das war eine lustige... Ja, das wurde von dem Film wiederverwendet. So. Ziemlich beste Freunde heißt der Film. Ah, ja, genau. Genau, ich kenne zufällig den Regisseur. Aber was mich inspiriert hat, war quasi, das war so eine Situation in meinem Leben einfach, die mich einfach wirklich tief berührt hat. Ich wusste, dass es so ein leerstehendes Haus gab, hier drüben in der Wilhelmstraße. Die Frau, die da gelebt hat, die ist schon vor längerer Zeit gestorben, aber da lebten noch viele Katzen, kleine Katzenbabys. So, und dann habe ich aber davon gehört, dass dieses Haus langsam zusammenbricht und ich habe quasi diese Katzenbabys dann aus diesem Haus gerettet. Und dann fiel mir einfach... Nein, ich bin jetzt kein Held, aber... Nein, aber ist schon süß. Ich habe diese Katzenbabys einfach gerettet und dann fiel mir dieses Lied ein, versteht ihr? Weil für mich, dieses Lied verkörpert das Leben von kleinen, süßen Katzenbabys, versteht ihr? Verbindest du damit? Das verbinde ich damit, ja. Ihr könnt vielleicht sehen, dass mein linker Arm, der hängt so ein bisschen. Bevor ich zu dem Klavierspielen gekommen bin, da hatte ich so eine Situation an einer Ampel. Da kam eine alte Omi, kam leider nicht über die Straße, weil die Zeiten von Rot auf Grün, die waren sehr kurz. Und ich habe dann einfach, wie ich bin, meine Hilfe angeboten der Omi und habe sie über die Straße quasi begleitet. Und sie war so dankbar, aber sie hat sehr fest meine Hand gedrückt. Und deswegen sieht man das hier auch im Video, dass meine Hand ein bisschen steif ist, weil die so fest zugedrückt hat. Okay. Aber das ist für mich normal, wenn ich sehe, dass da ein Passant ist. Der Hilfe braucht, ja? Ja, hi. Kannst du mir eben ganz kurz die Mama geben? Entschuldigung, ich rede hier gerade. Sorry. Dann helfe ich denen, weißt du, das ist wichtig. So. Also mir ist das wichtig. Mhm. Braucht ihr Hilfe irgendwo? Nein. Okay. Wie findet ihr das? Nicht gut. Ja. Würdest du mich daten? Also sorry, ich bin homosexuell, ich stehe nicht auf der Nacht. Seid ihr auch homosexuell? Ja. Ja, wir sind zusammen. Ah, okay. Wenn ihr jetzt nicht zusammen wärt, würdet ihr mich dann daten? Das nein. Wissen Sie zu. Also nicht. Oder dass wir zu dritt daten quasi? Nee. Aber ich sehe schon gut aus, oder? Jedem das sein. Also ist jetzt nicht mein Typ, aber. Also du siehst nicht schlecht aus, aber es ist halt einfach nicht unser Typ. Sollen wir es vielleicht erst einmal treffen und gucken, wie sich das entwickelt? Nee, sorry. Wir fangen ganz langsam an, erstmal nur knutschen und dann gucken wir einfach, wie es sich weiterentwickelt. Nee. Ja und so weiter. Wie fandet ihr es so? Ich fand das schön, aber mir hätte es, glaube ich, noch mehr gefallen, wenn man dein Gesicht gesehen hätte. Weil was? Man sieht ja auch die Emotionen auch im Gesicht. Findest du mein Gesicht am hübschesten oder was findest du am besten so an mir? Nee, es wäre schöner gewesen, wenn man dein Gesicht auch gesehen hätte. Dann hätte man zumindest auch also die Emotionen. Genau, diese Emotionen und so alles auch mitgespielt. Findest du mein Gesicht denn hübsch? Das ist ein hübscher Mann.
Okay, das finde ich nämlich auch, weil das höre ich viel zu selten. Sollte man sich auch so fühlen. Auf jeden Fall, man sollte sich auf jeden Fall lieben, außer natürlich, wenn man jetzt hässlich ist. Bei mir ist quasi die Sache, ich bin hübsch, stark und bin auch sehr hilfsbereit. Wie gesagt, die Katzenbabys, die Oma, das ist bei mir so was, was mich auszeichnet. Und das ist dein Markenzeichen. Genau, das ist mein Markenzeichen. Und was zeichnet euch so aus? Ich war früher selbstverliebt, jetzt bin ich das nicht mehr. Was meint ihr jetzt mit selbstverliebt? Also ich mag mich halt. Aber ich bin nicht selbstverliebt. Was du gerade gesagt hast, doch, du bist auch leicht selbstverliebt. Echt? Ja, diese zwei Sätze, was du gesagt hast. Welche meinst du jetzt? Ich bin hübsch. Ich weiß, dass ich hübsch bin. Und die Hässlichen, die sich hässlich sind, dann müssen sich auch wenn hässlich du sagst, fühlen. Ich bin hübsch, ich bin sehr hübsch. Ja, das habe ich jetzt natürlich. Jetzt dreht ihr mir ein bisschen die Wörter im Mund um. Ich hab eigentlich gesagt, ich bin schon ganz okay und ich respektiere jeden anderen Menschen. Wie der ist. Das habe ich gesagt. Ich habe das verstanden. Den zweiten Satz mit dem Hässlichen. Genau. Das habe ich ehrlich gesagt nicht gesagt. Ich bin ehrlich gesagt sehr unzufrieden mit mir im Moment. Nein. Ich finde mich gar nicht hübsch eigentlich. Du hast gerade gefragt, wie das Video ist. Ich finde das persönlich gut, wie du das mit der Musik machst. Ja. Kannst du ruhig weitermachen. Vielleicht wie sie. Welches Video meint ihr jetzt? Jetzt bringt ihr mich langsam ganz raus. Alles gut. Ich glaube, die werden gerade. Nein, ihr bringt mich nur noch ein bisschen raus. Nein, alles gut. Ich will nur wissen, wovon ihr redet. Nicht böse gemeint. Von dem Video, was du uns gerade gezeigt hast. Von welches Video? Ich habe das Gefühl, jetzt wird ja auch gerade ein Video gedreht. Ja, okay, hast recht. Wir filmen. Wir machen gerade ein Video, wo ich extrem selbstverliebt bin. Echt bin ich nicht so. Ich habe irgendwie das Gefühl. Ist okay, wenn ihr mit dabei seid? Ja, war sehr cool. Kanal heißt Iran TV, habt ihr ja gesehen. Ne? Danke, ciao. Du hast recht. Wir filmen gerade ein Video, das heißt extrem selbstverliebt. Ich wollte es nicht sagen. Wir haben einen YouTube-Kanal, dafür machen wir es. Ja, Irat TV heißt der Kanal. Ja, ich so, der kommt mir bekannt vor. Irgendwann kenne ich den. Ich so, okay, krass. Ich so, der verarscht. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke dir, euch auch, ne? Ciao. Hast recht. Ja, da ist die Kamera. Da ist die Kamera. Das ist doch gleich. Es geht mal ja Weihnachten. Ja, okay. Gerade dann kann man noch lachen. Ich rede ein Video, das heißt extrem selbstverliebt. Gedacht, du bist schizophren. Ich bin ganz ehrlich. Aber ihr seid schnell drauf gekommen. Ich mache oft so eine Psycho-Nummer. Ja. Ihr wart echt cool. Ist okay, wenn ihr mit dabei seid? Wir wollen es für YouTube. Ja? Alles gut. Perfekt. Ich dachte, das ist okay. Du warst auch so? Ich war früher sehr krass. Ja. Aber du hast kein Video gedreht, ne? Nein, ich hab jetzt mehr vorgestellt. Ach ja, nein. Aber wenn du wirklich Klavier spielst. Aber ich hab hier ein Mikrofon, man hört euch hinterher gut, ne? Ach so. Okay. Was machst du da? Ich weiß nicht, ob ich dachte, der hört Mikrofon, da sieht man nichts, nur man hört nur.